Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Endlich mal wieder. Nach keine Ahnung wie langer Zeit. Zu einer neuen Update-Review hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um die Minecraft 1.14 Village and Pillage. So, ja. Gut, sind wir jetzt hier im Dorf angekommen, machen natürlich die Tür wieder zu. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit, wie man sieht, vielleicht mit neuen Blöcken, die hier zukommen sind. Und ja, hier gibt es nicht viel, außer das da oben. So, auf geht's. In den Blockbereich. So, fangen da an. Und zwar fangen wir an mit Bambus. Das hier ist Bambus. Der ist sehr schön, der kann in Dschungeln gefunden werden. In neuen Teilen von Dschungeln, zu denen wir später nochmal kommen. In Schiffwracks und in Dschungeltempeln. Und er wird außerdem von einem neuen Mob gedroppt. Und er kann mit 6 von denen und einem String kann er zu einem Gerüst verkraftet werden. Was das genau ist, kommen wir, wie gesagt, später zu. Dann gibt es als nächstes ein paar neue Blümchen. Und zwar gibt es hier einmal nur das Gras mit, eine Kornblume, eine Witherrose und Maiglöckchen. Die kann ich ja mal hier einmal kurz platzieren hier. Guck mal, schön, schön, schön. Die Witherrose, die puppelt sogar so kleine Partikel raus. Das finde ich sehr schön. Und zwar, jetzt mal kurz so ein paar Informationen zu denen. Die Kornblume kann im Plains-Biom gefunden werden und hat auch noch eine weitere Neuerung, zu der wir später kommen. Die Witherrose, die machen wir gleich. Das Maiglöckchen kann in einem Waldbiom gefunden werden, hat auch eine Neuerung, die zu der nachher kommt. Und die Witherrose, die ist was ganz Besonderes. Die spawnt nicht normal. Die spawnt erst, wenn ein untoter Mob wie ein Zombie oder Skelett von einem Wither getötet wird. Und die hat auch, genauso wie die anderen beiden, eine spezielle Möglichkeit, sie zu verwenden. So, gut. Dann geht es jetzt weiter. Hier, mit dem, wo wir eben schon waren, mit dem Gerüst. Wie gesagt, mit 6 Bambus und einem Faden. Und dieses können wir jetzt einfach hier platzieren. Und man sieht schon, man kann es auf mehrere Weisen platzieren. Und es ist relativ interessant, man kann durchgehen. Ich gehe aber mal in die Oberwelt. Dann sieht man, aha, wenn ich das einfach hier hin platziere, baut sich das immer weiter. Aber nur bis zu 5 nach der Hauptplattform. Ich weiß nicht, wie ist das, wenn ich hier jetzt weiterbaue. Und dann, ja gut, dann habe ich jetzt da hinten einen Weg runter. Und auf diesem Ding kann man jetzt einfach laufen. Moment, so rum. Kann man jetzt einfach laufen. Man kann sich auch sneaken, um runterzukommen. Auf die nächste Ebene. Oder halt einfach springen, um halt hochzukommen. Und das Schönste ist, wenn er einfach hier einen kaputt macht, dann geht einfach die komplette Konstruktion in Eimer. Dann gibt es einfach nur eine neue, schöne, dekorative Lagermöglichkeit, und zwar ein Fass, ne? Ist schön, Fass, hat genauso viel Platz wie eine kleine Truhe. Craften tut man das Ganze, indem man einfach hier Holzplanken nimmt an die Seite, oben und unten einen Slab, und dann kriegt man direkt hier ein kleines Fässchen. So, dann etwas sehr Schönes, und zwar eine Glocke. Ja, eine Glocke, die kann man sich jetzt hier hinhängen, und dann einfach... Ah. Sehr schöner Sound. Ja, den findet man übrigens auch... Jetzt in der Mitte bei dem Brunnen, der auch eine neue, schöne Form hat. Die gibt es ja auch. Kann man mal läuten. So, dann haben wir hier den Kartentisch. Diesen kann man aus 4 Brettern und Papier herstellen. Und zwar ganz einfach so und so. Und dann haben wir hier einen Kartentisch. Gut, was man damit machen kann, ist folgendes. Wir stellen uns einfach mal hier hin. Und dann machen wir mal Rechtsklick drauf. Dann sieht man hier dieses schöne Overlay. Und zwar können wir jetzt einfach hier die Karte da reinlegen und ein Stück Papier da hinzu, und dann haben wir eine größere Karte. Dann muss man die hier einmal aktualisieren und dann kann man das halt immer wieder machen. So, und was man jetzt hier auch machen kann, ist, wenn man einfach eine weitere leere Karte nimmt, dann bekommt man hier zweimal dieselbe Karte. Das heißt, man kann damit jetzt Karten duplizieren. Dann haben wir hier den Komposter. Den baut man sich folgendermaßen, und zwar mit... Halt, Moment, Eichenzaun oder beziehungsweise irgendein Zaun und unten ein paar Bretter hin, und dann bekommt man hier diesen wunderschönen Komposter. Den können wir jetzt hier mal hinpflanzen. In den kann man jetzt ganz viele verschiedene Sachen machen. Nicht nur die ich hier habe, sondern auch hier alle möglichen Blumen und alles mögliche an Blättern und alles, was man
kompressieren kann. Und man kann jetzt einfach da alles reinlegen, was man so nicht braucht. So hier, ba. Und wenn das eine bestimmte Stufe erreicht hat und einmal kurz wartet, dann sieht man, aha, das wurde so komisch weiß. Und wenn man jetzt rechts klickt, bekommt man ein Knochenmehl. So, dann kommen wir jetzt zu einem sehr geilen Block. Und zwar dem Lagerfeuer. Ich nehme das mir einfach mal raus und mache einmal mal BAM. Schön, oder? Und zwar craftet man das folgendermaßen. Mit dieser hier unten hin. Oben die paar Sticks. Und dann Holzkohle in die Mitte. Und schon hat man hier ein Lagerfeuerchen. Was kann man da jetzt machen? Das zeige ich euch natürlich auch. Wir platzieren das Lagerfeuer hier hin. Was man jetzt machen kann. Wir können jetzt hier alle möglichen Sachen, die man auch im Ofen braten kann, an Essen, kann man jetzt hier mit einem Rechtsklick drauflegen. Und man sieht schon, aha, die fangen da so lecker an zu brutzeln. Und dann irgendwann da. Ploppt es dann einfach raus. Man muss nichts klicken, das ploppt einfach raus. Und man hat hier leckeres Fleisch und Gemüse und was auch immer. Was man damit noch machen kann, natürlich, man merkt hier, vielleicht wenn man im Multiplayer ist, man gibt hier Rauchsignale. Wenn man das Feuerchen jetzt nicht mehr haben will, wirft man einfach eine werfbare Wasserflasche aufs Feuer. Ne? Es muss eine werfbare sein, das wusste ich jetzt nicht. Und das Feuerchen ist aus. Und man kann es natürlich auch wieder entzünden mit einem Feuerzeug. Dann auch ein sehr schöner Dekortierblock ist die Laterne. Hat man vielleicht schon gesehen am Steg, den ich gebaut habe. Guck mal, kann man hier so schön platzieren. Craften tut man das Ganze mit 8x Eisenklumpen und einer Fackel in der Mitte. Dann hat man hier so eine wunderschöne Laterne und kann die sich überall hinstellen oder anhängen, wo man will. Dann gibt es hier jetzt ein weiteres schönes dekoratives Item, und zwar das Lesepult. Auch einfach craften, 4 Slabs oben hin, 1 nach unten, Bücherregal in die Mitte und wir haben ein Lesepult. Was man damit jetzt machen kann, man kann Bücher mit Feder und bereits geschriebene Bücher einfach hinlegen, Rechtsklick drauf machen und dann kann man das einfach lesen. Das können auch mehrere Mitspieler gleichzeitig, ohne halt das Buch irgendwie in die Hand zu nehmen. Dann haben wir jetzt zwei neue Arten von Öfen. Und zwar hier können wir einmal sehen, und zwar haben wir hier einmal natürlich den normalen Ofen, den kennt man. Und dann einmal den Schmelzofen und den Räucherofen. Und zwar macht man den Räucherofen einfach mit einem Ofen und 4 Stämmen. Dann kriegt man hier den Räucherofen, dann haben wir den Schmelzofen. Den craftet man sich so, wenn man es eben gesehen hat, unten glatte Steine, oben halt Eisenbarren und in der Mitte ein Ofen. So, was diese beiden jetzt speziell können. Wir können hier einfach mal so ein bisschen was an Zeug rausnehmen. Zu Demonstrationszwecken einfach mal ein Eisenerz nehmen und das im normalen Ofen verbrennen. Man sieht, der Pfeil vergeht sehr langsam. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal im Schmelzofen machen, dann sieht man, der Pfeil geht viel schneller nach rechts. Und fast genau das gleiche Prinzip ist der Räucherofen. Nur das gleiche halt nur für Essen. Dann haben wir hier jetzt den Schleifstein. Den craftet man sich auch relativ einfach mit einer Steinstufe. Mit zwei Sticks so. Zwei Brettern. Dann kriegt man hier diesen Schleifstein. Den kann man sich aufstellen. Entweder auf dem Boden, an die Decke sogar, an die Wand oder wo auch immer man den haben will. Man sieht dieses schöne Interface. Was man damit machen kann jetzt, ist, man kann hier einfach zwei Sachen eines gleichen Tools oder einer gleichen Waffe kombinieren und erhält dann diese repariert. Im Inventar selbst bzw. in Werkbänken ist dieses jetzt nicht mehr möglich. Dazu braucht man diesen Schleifstein, den man sich halt, wie gesagt, craften kann oder sogar in Dörfern finden kann. Was man damit auch machen kann, ist, man kann einfach Verzauberungen von den ganzen Tools wegnehmen. Das geht leider nur mit Verzauberungen, die keine Flüche sind. Wie jetzt zum Beispiel der Fluch des Verschwindens. Den kann man davon leider nicht wegnehmen. Dann die Steinsäge. Auch sehr schön, sehr hilfreich. Gecraftet mit 3 Steinen und ein Eisenbarren. So, da haben wir diese Steinsäge. Die kann man hier platzieren. Sogar eine sehr schöne Animation, wie ich finde. Eine der wenigen bei Blöcken. Und dann haben wir dieses Interface. Und dafür brauchen wir jetzt Blöcke. Und zwar kann man das mit diesen 4 hier machen. Wenn ich, und ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar mit mehr. Ich habe noch nicht mit einer ausprobiert. Und mit diesen kann man jetzt hier einfach neue und auch altbegehrte andere Varianten vom Stein herstellen. Und das sogar ein bisschen effizienter sogar. Auch neue Sachen wie jetzt zum Beispiel hier Sandsteinmauern. Alles mögliche, was man machen kann. Viel schneller, finde ich, als wenn man sich das alles noch im Inventar zurecht sortieren muss, wie man das jetzt bitte haben will.
Und jetzt als letzten Block haben wir den Webstuhl. Auch relativ einfach zu machen. Einfach Holz, ein paar, zwei Feen und dann haben wir hier einen Webstuhl. Den kann man platzieren, sieht relativ interessant aus. Mit Rechtsklick dieses schöne Feld hier. Damit kann man jetzt Folgendes machen. Wir nehmen uns einfach mal ganz viel Kram hier mit. So. Und dann kann man jetzt Folgendes machen. Man kann jetzt hier einfach Banner reinlegen mit entsprechender Farbe und kann jetzt hier einfacher sogar diese ganzen die ganzen Motive hier machen und auch noch mit Bannervorlagen, mit denen man halt auch ganz einfach denn diese speziellen Muster herstellen kann, die man vorher nur mit speziellen Items erlangen konnte. Soweit wäre es denn erstmal zu den Blöcken. Ich flieg mal hier raus. Wir waren jetzt lange genug im Keller. Ich würde mal sagen, wir spazieren einfach mal so ein bisschen weiter durchs Dorf. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal längs und gehen jetzt hier rein. Das sind nämlich neue Items. Davon gibt es auch ein paar. Ja, ist schönes Häuschen hier. Ich würde mal sagen, wir fangen mal hier an. Und zwar gibt es jetzt hier eine fucking Armbrust. So. Die sieht doch relativ cool aus, wenn man die hier spannt und so. Hat schon etwas. Sieht schon mal geil aus als ein Bogen. Hört sich auch nach mehr Feuerkraft an. Hat sie nämlich auch. Aber erstmal zum Crafting-Rezept. Und zwar braucht man dafür 3 Sticks, ein Haken, 2 Feen und ein Eisenbarren. Da oben links und rechts den Stock, unten einen Stock, in die Mitte den Haken, links und rechts den Faden und oben ein Eisenbarren. Und wir haben eine neue Armbrust. Diese schießt etwas weiter als ein Bogen. Der Pfeil bleibt mit drin gespannt. Das heißt, wir könnten jetzt hier theoretisch 9 von den Dingern hier in unsere Leiste machen und einfach hier bam, bam. Was sie auch noch kann, ist Feuerwerk verschießen. Und zwar muss man dafür das in die andere Hand nehmen, die Armbrust auswählen, laden und dann sieht man schon, aha, da ist Feuerwerk geladen. Und dann können wir es einfach schießen. Und explodiert dann am nächsten Block. So, und dann haben wir hier noch 3 neue Verzauberungen, und zwar den Durchschuss, Schnellladen und Mehrfachschuss. Wir fangen mal an mit dem Mehrfachschuss, den gibt es nur auf einem Level. Wie der Name schon sagt, laden, schießen, 3 Pfeile auf einmal. Ist logisch. Dann haben wir, welches die hier? Durchschuss. Könnte man sich auch schon fast denken. Wir nehmen uns einfach mal hier ein paar Zombies. Wenn ich jetzt mal hier, ja halt die Schnauze, wenn ich jetzt einfach nur eine normale Armbrust nehme, trifft sie nur den ersten. Wenn ich einen Armbrust mit Durchschuss nehme, wie der Name schon sagt, geht die durch alle durch und landet sogar hinten noch im Block drin. Und einen letzten haben wir noch, den das Schnellladen. Das Schnellladen, wie der Name schon sagt, schnelles Laden. Und das kann man bis zu Level 3 machen. Ist relativ handy, kann man auf jede Armbrust drauf machen. Nicht so wie bei Mehrfachschuss und Durchschuss, denn diese beiden kann man leider nicht zusammen auf eine Armbrust tun. Ich kann das ja einmal demonstrieren. Durchschuss drauf machen. Mehrfachschuss geht nicht. Dann haben wir schon gesehen, gibt es hier Bannervorlagen. Da gehen wir einfach mal schnell durch. Halt die Blume, Creeper, Schädel, Mojang-Logo und einen neuen Globus. Diese craftet man ganz einfach mit einem Stückchen Papier und den vorher schon bereits vorgesehenen Items. Und man kriegt dann da diese Bannervorlage, die dann für immer hält. So. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen Globus. Den kann man nur finden beim Kartografen. Dann kommen wir jetzt zu den Sachen, was bei den Blumen war. Und zwar gibt es neue Farbstoffe. Und zwar wurde Lapis Lazuli, Kakaobohne, Tintenbeutel und Knochenmehl als Farbstoff aberkannt. Und dafür gibt es jetzt die neuen Farbstoffe. Die sind ganz herzustellen, wie halt einfach aus diesen Blumen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Oder halt auch einfach die bestimmte Substanz, die vorher dafür vorgesehen war, einfach ein Crafting Table legen und man kriegt auch einfach dann den weißen Farbstoff. So hat man ganz einfach dann wieder das gleiche Prinzip, nur halt verschiedene Items. Und dann gibt es jetzt noch eine kleine Sache. Hier einmal den Lederharnisch. Den kann man sich sogar craften. Das ist sehr interessant und zwar ganz einfach. Man macht hier einfach so ein schönes Haar und dann haben wir hier einen ledernen Rossharnisch. Ist jetzt nicht die schönste, aber ist besser als nichts. Nicht sehr interessant. Aber jetzt hier. Neue Spawn-Eier. Zu dem Mobs komm ich später. Es gibt einmal Katzen, Fuchs, Panda, Plünderer, Verwüster, fahrende Händler,
und Händler Lama Spawn Eier. Ja, das sind halt die Spawn Eier. Kommen wir jetzt zu was sehr Geilem. Und zwar seltsame Suppen. Davon gibt es insgesamt 10 Stück. Zu jeder Blume, zu jeder kleinen Blume eine. Und die macht man sich ganz einfach aus einer Schüssel, den beiden Pilzen, die man für eine normale Pilzsuppe braucht, und irgendeiner kleinen Blume halt. So, sieht man hier schon, seltsame Suppe. Die ist so ein bisschen schlecht geworden. Ne? Hier, normale Pilzsuppe, schlecht gewordene Suppe. So, und all diese haben verschiedene Effekte. Die Löwenzahnsuppe, die gibt Sättigung. Mohn gibt Geschwindigkeit. Orchidee gibt ebenfalls Sättigung. Sternlauch. Moment, ich gehe mal lieber auf die Blumen, dann kann man es besser erkennen. Porzellansternchen gibt Blindheit, also ist nicht die beste Suppe. Tulpen. Generell Tulpen geben Schwäche. Margeriten geben Regeneration. Kornblumen geben Sprungkraft. Maiglöckchen geben Vergiftung. Und Witherrosen geben Wither. Was man aber nicht erkennen kann, weil alle Suppen, die haben einfach den Namen seltsame Suppe. Das heißt, wenn man sich die craftet und die einfach random in eine Kiste tut, weiß man nachher nicht mehr, was für einen Effekt die hat. Es sei denn, man macht es wie ich und benennt die entweder nach dem Effekt oder nach der Blume, mit der man sie erstellt hat. Und dann haben wir noch eine letzte Sache, und zwar Süßbeeren ist was Neues zu essen, was man auch noch anderweitig verwenden kann. Und zwar können wir jetzt hier einfach hier platzieren. Das ist hier jetzt so ein kleiner Süßbärenbusch. Wenn man da durchgeht, kriegt man Langsamkeit. Und man kann diesen jetzt auch einfach mal einmal wachsen lassen und dann einfach hier so schöne Sounds geben lassen. Wenn man diese essen sollte, die Beeren, dann geben sie eine ganze Hungerkeule wieder. Also ist jetzt nicht das Schlechteste. Ist relativ geil. Eine schnelle Nahrungsquelle für jedermann. So, dann hauen wir jetzt hier die Tür zu und gehen jetzt weiter zu den richtig interessanten Dingen. Und zwar zu den Mobs. So, und als ersten Mob haben wir hier live und in Farbe Katzen. Ja, hat man ja eben schon eigentlich alle gesehen als Spawn-Eier und Katzen. Ne? Katzen wurden jetzt getrennt von den Ocelots. Oh mein Gott, du scheiß Fett, gehst mir auf den Sack. Geh mal weg hier. So, Katzen. Ja, die spawnen in Dörfern. Gerne mal, hier waren noch mal Katzen. Hier waren noch mal Dorfbewohner. Dann habe ich irgendwann zu viele Häuser eingenommen. Alle waren draußen, sind gestorben. Ja, Ende. So, Katzen. Katzen. Hallo. Die sind doch voll süß. Hallo, kleine Katze. Die kann man, zähmen. Halt hier so, ne, schön. Mit Fisch, ne? Magst du, ne? Magst du, ne? Ja. Ja, sind halt Katzen, folgen einem gerne. Oder auch nicht. Gibt's in verschiedenen Farbvarianten. Na, und sind auch schön nervig im Rudel. So, was sie auch machen ist, das ist ja erst meine Katze. Wenn ich jetzt einmal hier Time Set Night mache, dann, gehe ich jetzt mal hier ins Haus rein. Folgt ihr mir jetzt schon? Nee. Ich lege mich einmal kurz hin. Und dann, die sieht man schon, aha, die kommt. Und, nein, du hast das falsch gemacht. Moment, wir probieren das mal mit einer anderen. Du zum Beispiel. Pass auf. Wir machen das jetzt nochmal. Ich lege mich jetzt hier hin. Du kommst hier rauf. Und dann, ja, genau das. Haben wir das kurz gesehen? Die Katze hat sich da so raufgelegt. Die bleiben nur normalerweise auch liegen. Und wenn man aufwacht, gibt es eine Chance, gewissen Kram zu erhalten. Habe ich jetzt leider noch nicht. Ach doch, da. Guck mal hier. Verrottenes Fleisch. Hammer. Was sie auch können, ist zum Beispiel Phantome verschrecken. Ah, guck mal, jetzt kann man das ja dann noch schön sehen. Guck mal, so machen die es dann. Dann sieht man, die Phantome hauen direkt von der Katze ab. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Genauso wie halt, sich vor Creepern zu schützen, ne? Und was auch nochmal gemacht werden kann, ist, sehr schön, man kann das Halsband färben. Halleluja. Dann jetzt, ein weiterer neuer Mob. Der Fuchs. Dazu habe ich hier noch ein paar mehrere Sachen mit reingepackt. Und zwar, wenn wir mal die Fuchse spawnen. Das ist relativ süß. Der macht lustige Geräusche. Das Problem ist, du legst dich jetzt hin, ne? Weil, Füchse sind nämlich nachtaktiv und schlafen normalerweise am Tag. Der anscheinend nicht. Was sie machen? Wir können hier einfach nochmal einen zweiten spawnen, um halt einmal zu zeigen. Hier, Liebe. Macht Liebe. Und aus der Liebe kommt ein süßer kleiner Babyfuchs.
Der ist voll süß. Der hat auch noch den, der hat auch noch nicht von uns ab. Doch, tut er. Was sie auch machen ist, wenn ich jetzt hier was hinschmeiß. Hier, da. Da. Der Babyfuchs. Der Babyfuchs hat's. Der will das Stück Fleisch umwaps. Das machen die nicht nur mit Essen, sondern auch mit allem Möglichen. Siehste? Siehste? Der klaut mir einfach hier das Diamanten. Aber die gibt es natürlich nicht nur in so, sondern wir können jetzt einfach mal hier zur Snowy Tiger gehen. Und zwar gibt es den Fuchs nicht nur in Orange, sondern auch in Weiß. Du bist kein Fuchs, geh weg. Natürlich auch in klein in Weiß. Die sind ganz schnuckelig. Und haben für mich keinen Nutzen. Deswegen hau ich hier wieder ab. Nächster Mob ist der Panda-Bär. Der Panda-Bär ist sehr süß. Wenn wir den mal hier spawnen. Oh. Guck dir euch an, der macht sogar sehr süße Geräusche. Quietsch, quietsch macht er. Du Panda, du spawnst normalerweise nur im Dschungel und gibst auch in verschiedenen Persönlichkeiten. Vielleicht finden wir nochmal eine. Das müssen wir eigentlich am Gesicht erkennen können. Irgendwie. Ich gerade nicht, ist ja auch egal. Was die noch können, ist sich normalerweise Rollen auf den Rücken legen. Vielleicht sehen wir das ja immer nochmal im Laufe. Was sie tun, die suchen und fressen. Und fressen Bambus. Weil ich jetzt nicht hier den filmen möchte. Hier, guck mal, Bambus. Der hat ihn aufgesammelt. Und jetzt da. Zieht er sich das Ding richtig rein. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist Fortpflanzung. Wichtig zur Fortpflanzung ist, dass sie mindestens 8 Bambusblöcke innerhalb von einem Radius von 5 Blöcken haben. Das ist ganz wichtig, sonst können sie sich nicht vermehren. Das müsste eigentlich reichen. Nehmen wir einfach mal 2 Stück. Und ja, guck mal. Wo ist denn gut? Ein bisschen kleiner Babypanda. Hallo, kleiner Babypanda. So, und dieser kleine Babypanda, der ist nicht nur süß, der kann sich auch rollen und weiteres. Und der hat was ganz Spezielles, was ist auch aus dem, weiß nicht, war es ein Meme? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier sieht man übrigens auch, wie der Bambus wächst. Da rollt er. Was er auch kann, ist folgendes. Moment, ich muss ihn einmal kurz für eine gewisse Zeit beobachten, damit er das macht. Na, wer von euch war's? Wer von euch war's? Man hat's gehört. Die Pandas können fucking nochmal niesen. Ne? Wie in diesem schönen Video, was man kennt. Bitte nochmal. Ich hab das nicht gesehen. Alter! Halt dein Maul! Ich will dir Pandas beim Niesen zu gucken. Die waren vor, dass sie gleich niesen. Das weiß ich mittlerweile. Da hat er genießt. Der hat so den Kopf gehoben und wieder nach unten gehauen. Ich weiß gar nicht. Bist du gesprungen? Ist auch scheißegal. Dann haben wir hier einen Plünderer. Dazu soll ich mir schon mal vorher ein Diamantschwert nehmen. Wenn ich den Plünderer mal jetzt hier irgendwo spawne. Wie zum Beispiel jetzt mal hier. So, guck mal. Der sieht so aus. Das ist auch so einer von den Illagern. Die spawnen bei Plünderer-Austrupps, die wir uns auch angucken können, und bei bestimmten Raids, zu denen wir auch kommen. Was bei denen aber ganz besonders passiert ist, ich setze einfach mal da rein, damit er keinen Scheiß macht. Wenn ich jetzt hier die Glocke läute, dann bekommt er einen Spektraleffekt, so dass man den überall durchsehen kann und dann einfach dahin gehen kann und ihn einer klatschen kann. Dann gibt es noch den Verwüster. Der spawnt auch nur bei den Raids. Ja, wie man sieht, der hat eigentlich 100. Der hat eigentlich 100% Knockback Resistance. Droppt, wenn wir ihn töten. Moment. Da. Einfach nur einen Sattel. Und dann haben wir jetzt auch noch zwei weitere nützliche Kompanen. Und zwar sind das freie Händler und freie Händler Lamas. Ich hatte ihm hier mal irgendwo einen rumlaufen. Der ist mittlerweile despawned, denn die können in einem 48 Block Radius von einem spawnen, zusammen mit zwei, also er hier kann zusammen mit zwei von denen hier spawnen. Und jeden Ingame-Tag wird versucht, die zu spawnen mit einer Chance von 2,5%. Und wenn das fehlschlägt, wäre die Chance um weitere 2,5 erhöht, bis irgendwann zu 7,5. Bis das halt dann irgendwann geschafft wurde. Dann ist er halt da und handelt biomspezifisches Zeug. Hier zum Beispiel jetzt hier Korallen, Margeriten, Kürbis und anderen Kram. Und der despawnt automatisch nach
40 Minuten Realtime, in dem er denn hier ist. So, komm mal her. Und wenn es... Da! Irgendwann habt ihr... Da! Du hast genießt. Ich hab den Schleim gesehen. Wenn es Nacht wird, dann zieht er sich einen Unsichtbarkeitstrank rein, um nicht von Monstern gesehen zu werden. Und wenn wir jetzt einfach wieder Tag machen, dann sehen wir bestimmt irgendwo da unten. Da. Der zieht sich dann eine Milch rein und ist dann wieder sichtbar für uns. Die Händler-Lamas sind eigentlich wie ganz normale Lamas. Machen bescheuerte Geräusche, haben aber dafür zwei einzigartige Teppiche in so schön blau-gold. Dann gibt es jetzt noch eine besondere Sache, die man nicht mit Spawn-Eiern spawnen kann. Und zwar ist das eine braune Pilzkuh, die man mit einer Spy spawnen kann. Die spawnt man mit / summon Minecraft Mushroom. Dann natürlich die Koordinaten. Und dann in diesen geschweiften Klammern type brown. Klammer wieder zu. Und natürlich die Rede hier. Und wenn wir die jetzt spawnen, sieht man, aha, hier haben wir jetzt eine schöne Mushroom in braun. So, das wär's soweit mit den Items. Und wir müssen jetzt mal so ein bisschen weitergehen, denn man sieht hier, da geht's weiter. Auf geht's. Die Feier sagen es an. Und man sieht vielleicht auch schon auf dem Weg und vielleicht auch schon die ganze Zeit im Inventar, es gibt generelle Änderungen im Texture Pack. Die sehen eigentlich relativ geil aus. Wer es anders haben möchte, es gibt hier auch noch irgendwo hier. Da, das Programmer Art Set. Das sieht dann alles wieder so aus wie vor der 1.14. Ist relativ schön. Kann man so machen, wie man will. Ich finde das so schön. An manchen Stellen mehr oder weniger. Auch vor allem, wie man da sieht, vor allem an den Smaragden oder jetzt hier auch an, hier. An Diamantblöcken, ne, das sieht, finde ich, natürlich aus, als vorher, ne. So, ach guck mal, hier ist ein Fuchs, der tags schläft, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier Änderungen in der Welt, so ein paar kleine, und zwar fangen wir an mit dem Bamboo Jungle. Und zwar ist das ein neues Biom im Dschungel, das ist relativ selten, ach guck mal, da sind wir auch schon, und es enthält halt, wie man sieht, sehr, sehr große Menge an Bambus, ne? Da kann man sich sehr viel draus machen. Findet man hier irgendwo Pandas? Ne, oder? Doch, da! Da sind Pandas in Freibahn. Die haben es gut, die haben hier genug Bambus. Ist sehr schön hier. Der Boden ist auch teilweise bedeckt mit Potsoul. Ja, relativ schön. Sehr viel Bambus, was man verwerten kann. Dann haben wir noch, wie auch schon erwähnt, den Pillager Outpost. Da können wir mal hin. Und dann sind wir hier und nicht bang. Man sieht schon hier diesen wunderschönen Outpost. Da laufen auch schon die Pillager rum. Einer hat sogar eine verzauberte Armbrust. Sehr schön. Ja, die laufen hier halt rum und sind einen am Beobachten. Und wenn man in diesen Reihen kommen will, sollte man entweder schnell an denen vorbei oder halt einfach alle töten. Und ja, man kann die halt hier hoch und oben gibt es eine Kiste mit Loot. Meistens eine Armbrust drin immer. Alles mögliche, was man braucht oder auch nicht. Und diese sehen eigentlich relativ. Ja, eigentlich schon relativ interessant aus. Und haben auch diese schönen Banner bei sich hängen, die so ein Pillager zeigen. Spawn tun die übrigens nur in Biomen, in dem auch Villager spawnen. Und als letzte Änderung in der Welt gibt es, wie gesagt, diese Snowy Villages. Das sind halt, wie der Name schon sagt, verschneite Dörfer, gab es vorher noch nicht. So, wir sind jetzt hier zum Beispiel in einem, sieht man auch, hier gibt es jetzt die Laternen und auch spezielle Igloos, wie auch in allen verschiedenen Dörfern es auch verschiedene Gebäude gibt jetzt hier. Das ist sehr schön, genauso wie es auch verschiedene Villager gibt, dazu kommen wir später dann nochmal genauer. Soweit aber erstmal zu den Weltänderungen. Dann gibt es natürlich auch noch Änderungen im Bereich des Gameplays. Da gucken wir hier einmal für rein. Ist auch relativ wenig. Und zwar erstmal Sachen, die es hier so nur im Anders gibt. Und zwar gibt es einmal Plünderer-Patrouillen. Und zwar vorne, und das spawnen die meistens zu fünft einfach random irgendwo in der Welt.
und die attackieren halt andere Dörfer und starten gegebenenfalls einen Raid. Wenn man von diesen den Leader tötet, der hat dieses Banner auf den Kopf, dann erhält man einen neuen Effekt namens Bad Omen. Dazu kommen wir gleich. Dann gibt es auch noch die Plünderer Raids. Diese werden getriggert, wenn man mit dem eben genannten Bad Omen Effekt ein Dorf betritt. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Bad Omen Effekt habe und irgendwo mich da draußen befinde, ist alles gut. Sobald ich hier irgendwo die Grenze übertrete, startet fast sofort das Event. Und dabei spawnen dann in mehreren Wellen Plünderer, Diener, Magier, Hexen und Verwüster. Der Fortschritt wird oben hier in einem Fortschrittsbalken angezeigt, so wie bei Endermännern, bei Ender Dragons und Withers. Die Wellen, wie viele das davon gibt, sind abhängig von der Schwierigkeit. In einfach sind das 3, in normal 5, in schwer 7 Stück. Wenn man den Raid erfolgreich abwehrt, dann erhält man den Held des Dorfes Effekt. Und auch wenn man dann mit den Dorfbewohnern spricht, beziehungsweise Rechtsklick auf ihn macht, erhält man auch random Items von denen sozusagen als Dank. Dann gibt's halt neue Effekte. Noch nicht dahin. Held des Dorfes ist weg. Wie gesagt, erhält man, wenn der Raid erfolgreich abgewehrt wurde, Held für insgesamt 2 Ingame-Tage. Und man bekommt davon tiefere Preise bei. Halt mal Schnauze hier. Da erhält man einen Rabatt auf Preise bei den Dorfbewohnern. Das kann relativ tief hilfreich sein. Die Frage ist nur, ob man diesen Preis auch eingehen will, mit dem man dafür kämpft. Dann halt Bad Omen. Den erhält man halt durch das Töten des Patrouillenleaders und triggert dann halt gegebenenfalls den Raid, zu dem wir jetzt bitte kommen. Denn ich will euch natürlich auch zeigen, wie denn der Raid jetzt hier funktioniert. Dazu gehen wir natürlich einmal auf Friedlich. Ich gehe in den Game Mode Survival. Zieh mir hier alles an. Minecraft Bad Omen. Keine Ahnung, für erstmal 5 Sekunden. Kein Amplifier, sieht man. Oh, doch, es hat getriggert. Ich war zu nah dran. Okay, man sieht das da oben. Der Überfall startet. Wir werden jetzt 3 Wellen haben, da wir auf einfach sind. Und wir gucken uns das Ganze mal an. So, man sieht schon, da sind ganz viele Villager. Ach, guck mal. Die sind ja auch sehr in Panik. Wie man sieht. Und, eigentlich, irgendwo hätten die jetzt hier Leute. Ach, guck mal. Da kommen sie auch schon. Guten Tag. So, und oben sieht man schon durch Töten von Pillagern oder auch einfach nur schon durch Schaden machen. Geht das halt alles runter da. So. Dann sieht man jetzt da oben, eine neue Welle bereitet sich drauf vor, gleich zu kommen. Und vielleicht hören wir gleich einmal, dass sie irgendwo hier gleich tröten. Mal gucken. Na? Nee? Okay. Wenn die nicht tröten, dann sind die relativ weiter weg von mir. Ich krieg da auch keine. Da sind die Wichser! Aua. Die machen ordentlich Schaden. Das muss ich zugeben. Aber ich mach mehr. Kann ich jetzt gleich mal zeigen, was die Glocke kann. Da läuten sie doch. Kann ich die auch läuten? Da hinten kommen sie. Ich läute einfach mal. Und da hört man schon, das macht so immer so. Das ist sozusagen auch schon das Zeichen, dass welche detected wurden. Und dadurch kann man die halt eigentlich relativ schnell identifizieren. Und man sieht schon, oh. Da ist gleich ein Verwüster mit bei. Hallo. Aua. Take that. Oh, da war noch ein. So. Woo! Überfall Sieg. So. Ey, macht euch die. Ja, guck mal, die feiern das schön. Das habe ich selbst noch nicht gesehen. Ey, nicht Schaden machen. So, hier sieht man, Held des Dorfes. Halt den Sammel! Hör mal auf, den Feuerwerk zu schießen hier. Na. Moment, die gehen wir kurz noch ein bisschen aus dem Sack. Ja, da sieht man, das war jetzt so ein Raid. Gibt's halt in mehreren Wellen. So, haben die sich beruhigt? Schön. Ja, gibt's halt in mehreren Wellen. Kann ich jetzt zu euch gehen? Gib mir Zeug. So, guck mal, hier. Man sieht es gleich schon, durch den Effekt wurde jetzt hier die Axt zum Beispiel um einen Emerald gesenkt. Ja, wie gesagt, das war so ein Raid. Relativ interessant, kann man mal gerne machen. Und ich gehe jetzt hier wieder in Creative Modus, denn die wichtigste Sache muss ich natürlich noch erklären. Denn es gibt ja jetzt hier die Änderungen komplett
in den Villages mit den neuen Häusern. Ja, das gibt komplett neue Häuser für jedes einzelne Biomen. Gibt's halt verschiedene Häuser für die einzelnen Berufe oder halt einfach nur so generelle Häuser. Und zwar gibt es mittlerweile, wie man hier eigentlich mein Plan war, man sehen sollte, gibt es 15 Varianten an Villagern, die halt auf 7 Biome aufgeteilt sind. Ich zeige euch das mal hier vielleicht in einem Bild. Und zwar gibt es einmal 15 Varianten, und zwar einfach der normale Villager, der keine besondere Fähigkeit hat. Dann den Nichtsnutz, der halt fast dasselbe ist. Den Bauer, den Geistlichen, den Fischer, der Pfeilmacher, den Schäfer, Kartograf, Bibliothekar, Fleischer, Gerber, Maurer, den Grobschmied, Panzerschmied und der Waffenschmied. Ursprünglich wollte ich die alle hier drauf versammeln, aber leider hat der Command, mit dem man das eigentlich machen sollte, weiß ich nicht, hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Der hat mir immer nur denselben rausgegeben. Und irgendwie aus gut Glück, indem ich einfach mit Spawn Egg draufgehauen habe, hab ich einfach mal so ein Bibliothekar neu bekommen. Und habe auch einfach mal mit dem Command einen aus der Wüste geschaffen. Denn es gibt jetzt 7 verschiedene Varianten von diesen 15 Varianten nochmal für die einzelnen Biome. Und zwar halt einmal für Plains, für die Wüste, für die Savanne, die Taiga, wo wir jetzt hier gerade drin sind, die Tundra, Dschungel und Sumpf. Ja. Das sind halt die verschiedenen Varianten, in denen es die Villager ab sofort gibt in der 1.14. Und dann würde ich sagen, habe ich alles, was ich heute machen wollte, gemacht. Es gibt natürlich noch ganz viele andere kleine Änderungen. Die könnt ihr euch gerne auf der Minecraft-Wiki-Page angucken selbst. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen, es hat euch informiert, und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie findet ihr die Minecraft 1.14, ist sie gut geworden, ist sie schlecht geworden? Ich finde sie eigentlich relativ gut. Das mit den Villages ist jetzt mal eine schöne Abwechslung, dass es da jetzt neue Sachen gibt, genauso auch mit den ganzen neuen Blöcken, mit denen man halt jetzt neue Sachen machen kann, und halt auch jetzt so ein paar kleinere Änderungen, wie jetzt hier zum Beispiel die Panda-Bären, die jetzt nicht allzu nützlich sind, aber halt so ein bisschen etwas für das Weltgefüge tun. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, lasst ein Like dafür mehr, abonnieren, um kein weiteres Video, was hier noch auf diesem Kanal kommen wird, zu verpassen, die Glocke aktivieren, damit ihr wirklich überhaupt nichts verpasst. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video vielleicht mal wieder, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!